Guten Morgen, liebe Leute. Heute ist der 17. September. Wir machen hier Roggenland fertig. Hier war vorher Gerste drauf. Jetzt ist auch langsam mal aufgelaufen. Hier waren wir einmal mit einem Trefflergrubber mit 4 cm Tiefe waren wir hier drauf. Aber ich wollte euch immer noch mal zeigen, wie die Arbeit von einem Teppelstreuer ist. Und zwar das hier, sowas hier, das ist das größte, zum Vergleich meiner Hand, das größte, was hier so rumliegt, obwohl das fast unverrotteter Pferdemist ist, was ich hier streue. Also es ist sauber, kurz und vernünftig gleichmäßig auf die Breite verteilt. Das wollte ich euch immer noch mal zeigen, dass, wie gesagt, wenn man einmal mit dem Teppel gearbeitet hat, ich glaube, da kann einen schwierig irgendein anderer noch von was anderem überzeugen. Gut, wir sind wieder mit dem 6420, den wir uns da quasi richtig vorquälen. Da muss man schon den Kratzboden relativ langsam stellen bei dem großen Streuwerk. Nehmen wir jetzt nochmal mit, einmal hier, wie wir das aufladen und wie wir das streuen. So, da ist mein treuer Bobcat. Wir haben hier drei Reihen Pferdemist sind und etwas Kuhmist. Das mischen wir schön zusammen. So, boah. 10 Grad draußen, das ist man gar nicht gewöhnt, so ein harter Umschwung. Was mich hier so, warum mache ich das so früh am 17. September, warum streue ich jetzt hier schon Mist drauf? Und ich werde den danach gleich mit dem Horschgrubber einarbeiten. Das werde ich euch auch noch zeigen. Wie gesagt, hier sind relativ viel Gräser drauf, weil vor der Gerste war hier Mais und in dem Jahr, in dem Mais war hier noch Ackergras. Das Problem ist, bei Ackergras, es sahmt sich leicht aus und wir haben jetzt hier ein kleines Grasproblem. Deswegen will ich jetzt mit dem Horschgrubber hier durcharbeiten und die Horschdrehmaschine hat ja eine Scheibenecke vorweg. Da will ich dann in 14 Tagen hier Roggen drehen, um quasi das Gras jetzt zweimal richtig anzuregen zum Keimen und das dann versuchen richtig gut runterzuarbeiten. Aber mit einer Hand dauert es noch länger als mit zwei Händen. Gut, ja, ich melde mich gleich nochmal vom Mischstreuer und nachher nochmal vom Grubbern, wie es dann nach dem Grubbern hier aussieht mit dem Grünkram. Das ist halt schade, dass jetzt erst das Ausfallgetreide aufläuft, dass es so trocken war hier. Das ist echt schade. Sonst hätte ich noch ein bisschen mehr mit dem Trefflergrubber arbeiten können. Aber ich habe jetzt das erste Angebot gekriegt und warte jetzt auf das zweite. Und ich denke, es wird ein 4,30 Meter Trefflergrubber werden, weil ich nichts gefunden habe, was ähnlich präzise arbeitet. Gut, bis gleich vom Trecker. So, da sind wir wieder auf dem Streuer. Oder auf dem Traktor für den Streuer, wie man das auch immer nennen will. Wir fahren hier mit ziemlich genau 90 Zapfenumdrehungen. Und er streut das relativ sauber. Kann man das auf der anderen Seite vielleicht besser sehen? Sehr fein. Damit kann man auch auf Wiesen vernünftig streuen. Gut, Lenksystem habe ich heute mal nicht an, weil hier ich nach unterschiedlichen Boden arbeite, weil hier oben ist ein Sandkorb, da unten ist eine Moorsenke. Das ist hier ein bisschen, das war glaube ich in den 60er Jahren noch weit hier, dieses Stück. Ist halt sehr eigenwillig, aber man kann hier sehr gute Ernten machen. Gut, ich melde mich dann gleich nochmal, wie ich das hier eingrubbere. Ich hoffe, wie gesagt, dass er möglichst viel von dem Gras hier, ihr seht, das ist relativ grün, dass er hier relativ viel von dem Gras wegbekommt. Was macht er denn hier mit der Farbe, das Handy? Ah, sehr seltsam. Seit iOS 16 ist das doch etwas komisch. Ich werde euch das mit dem Drillen hier auch noch zeigen.
Das wird wahrscheinlich, dieses Video wird wahrscheinlich ausgestrahlt, wenn hier schon fertig eingedrillt ist. Ich hänge halt ein paar Monate hinterher und ich muss ja ein paar Wochen im Moment, aber ich muss ja auch was haben, um euch im Winter noch ein bisschen zu unterhalten. Bis gleich vom Grubber. So, jetzt sind wir beim Grubber und heute haben wir mal den 6x115R davor. Den kann man auch mal das Ganze hier relativ tief durchhalten. Also wir fahren ja gut 30 cm tief. Da wird man mal den ganzen Humus mal ein bisschen durchkratzen. Aber hier seht ihr mal, wie trocken das doch hier bei uns ist. Mal kurz langfischen. Im Moment regnet es zwar ab und zu ein bisschen, aber ihr seht mal, wie das noch staubt, obwohl es schon so 20, 30 mm geregnet hat. Aber ich wollte euch die Arbeitsqualität mal zeigen von dem Horsch. Also ich bin damit zufrieden. Es gibt viele, die schwören hier in der Gegend auf Köckerling, weil die noch ein Zinken mehr haben. Aber ich denke, ich brauche das nicht so. Also jetzt müssen wir mal umdrehen. Also ich bin eigentlich mit der Arbeitsqualität von dem Horsch Terrano sehr zufrieden. Also ich brauche da nichts Besseres. Ich habe da nichts gegen, wenn da oben drauf noch ein bisschen Mulch liegt. Ich habe jetzt im Moment, weil wir ja extrem viel organische Masse drauf haben, weil das Gerstenstroh ist gehäckselt, dann noch Mist drauf gefahren, den Striegel hinten ganz runter. Hat einen Vorteil, die organische Masse, falls sich hier noch ein bisschen was Größeres befindet. Was Größeres befindet, wird das dann ein bisschen mit glatt gezogen. Hat aber den Nachteil, dass man nicht so eine schöne Wellenform reinbekommt, dass man das Wasser quasi so ein bisschen, sagen wir mal, wenn es hier von rechts nach links rüber weht, dass man das so ein bisschen auffängt. Das ist aber Geschmackssache. Gut, also ich wollte mal sagen, also ich denke, das sieht ganz gut aus. Jetzt lassen wir es nochmal 14 Tage liegen, dass das oben nochmal anwächst. Und dann gehen wir mit der Drehmaschine dabei und denke, ich drehe das Ganze dann nochmal mit der Scheibenecke quasi einmal um, um noch ein bisschen Unkraut zu töten und dann werden wir mal anfangen mit Blindstriegeln. Das habe ich noch nie gemacht, aber auch da werde ich euch ein paar Videos reinstellen, falls es einen interessiert. Okay, danke.